Hey und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Real Talk Video. Das haben wir in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht, habe ich das Gefühl. Aber ich finde es sehr wichtig und richtig, diese Art von Videos. Und wir fangen auch direkt an. Es gibt viel zu besprechen und lass uns loslegen. Erstens, ich werde lange Zeit abwesend sein. Bis zum 1.7., ja, bis in den Juli hinein werde ich nicht da sein. Solange wird es keine Streams geben. Es tut mir so unfassbar leid und auch keine Turniere, die von mir begleitet werden. Wobei gerade auch keins geplant ist, also alles Gucci. Ich werde nicht da sein. Ich bin auf Lehrgang. Irgendwo in Deutschland, ja, bin ich dann mal ein bisschen rumlehrgängen. Sagt man das so, das sagt man definitiv nicht so. What the f***? Und damit kommen wir zum Thema Nummer dos. Was ist denn mit dem Content, Salzi? Aber haben wir denn wenigstens auf YouTube noch Content? Ja, Leute, selbstverständlich werdet ihr auf YouTube noch Content bekommen. Ihr kennt mich. Ich lege irgendwie sehr viel Wert darauf, dummerweise, auf Daily Content für euch. Es ist für mich als Person super stupid. Aber weiß ich nicht. Ich stelle euch da an erste Stelle und das ist für mich nicht unbedingt immer gesund. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ihr sollt Content kriegen. Und dementsprechend habe ich für diesen langen Zeitraum von 2,5 Monate fast vollkommen vorproduziert. Natürlich konnte ich nicht alleine vorproduzieren. Es haben mir viele geholfen. Viele, viele coole Dudes aus der Community. Ne? Natürlich aus der deutschen Forge-Szene, die so wieder so eine Urlaubsvertreter-Geschichte machen. Da sind ein paar Zuckerstücke für euch mit dabei, da sind ein paar Standardvideos dabei. Also ihr kriegt Content, ihr kriegt coolen Content, ne? Das ist, der ist gesichert, macht euch da keine Sorgen. Drittes Thema auf der heutigen Tagesordnung. Es stehen noch zwei Projekte aus. Das eine ist gebrochen und salzig. Nummer 3. Das eigentlich ziemlich viele Seasons zusammenfassen sollte. Und jetzt, wo ich nicht da bin, wird noch eine Season einfach mal damit reinfallen. Dann werden in den Videos einfach 5 Seasons vorkommen. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Egal. Und das andere ist das Q&A. Und holy shit, als ich ausgesprochen hatte, Leute, stellt mir mal Fragen, ich beantworte die dann, hatte ich nicht so viele Fragen erwartet. Und dass es so aufwendig werden würde, diese rauszurecherchieren und ein Video darüber zu machen. Also das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft. Ich habe mich übelst unter Druck gesetzt. Deswegen. Und auch wegen gebrochen und salzig. Weil da auch wieder noch so ein geiler Twist für euch bei rumkommen soll. Der ist geplant, der ist in Aussicht, aber ich hab's nicht zeitlich, ich hab's einfach zeitlich nicht geschafft und ich wollte, dass es ein Banger-Video wird. Aber da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Und auch diese ganze Rank-Thematik möchte ich jetzt hier unbedingt nicht anschneiden. Aber wegen dieser Projekte habe ich mich so unfassbar unter Druck gesetzt. Und natürlich auch wegen des Vorproduzierens. Ja, das, wie gesagt, also ich hatte hier diesen Zettel gemacht und hab, 72 Videos ausgerechnet. 72 Videos, die ich produzieren musste. Mashallah, das ist fucking viel. Ja, und dann haben die Projekte nicht mehr reingepasst. Und der Druck hat seine Spuren hinterlassen, womit wir zum nächsten Thema kommen. Viertens, der Celine Dion-Auftritt. Ich hatte in einem Stream, das hat sich so ein bisschen dynamisch entwickelt, quasi dann irgendwann versprochen gehabt, dass ich für 500 Euro an Spenden, die zusammenkommen, die an guten Zweck gehen, bei der Bon Chvalan als Celine Dion auftrete, verkleidet oder nicht verkleidet und dann halt performe, und zwar das Lied von Titanic, das mir jetzt gerade nicht in den Kopf kommen will. Ich blende sie einfach ein. Und dann habe ich das abgesagt. Paar Stunden vorher, sozusagen, auf meinem YouTube-Kanal. Und bei der Bon Chvalan wurde es dann nicht großartig weiter thematisiert. Es war so, naja, geht gerade nicht und fertig. Hintergrund ist derjenige, dass ich mich so stark unter Druck gesetzt habe und irgendwann auch Forts nicht mehr wirklich sehen konnte, ja, weil ich es einfach zu intensiv konsumiert habe und einfach keinen Bock mehr drauf hatte und so viel Druck gleichzeitig aber im Nacken hatte, den ich mir selbst gemacht habe, was, ich weiß, stupid ist, aber es war da und es ging mir einfach beschissen. Und wenn es dir beschissen geht, dann gehst du nicht vor zehntausenden Menschen live und performst Celine Dion, My Heart Will Go On, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ne? Und dementsprechend, ja, habe ich euch da draußen betrogen, jeden Einzelnen, der gespendet hat. Und das tut mir unfassbar leid und dieses Versprechen nicht gehalten zu haben, das nehme ich nicht leichtfertig hin, das ist nicht geil. Sorry. Nichtsdestotrotz kriegt jetzt jeder Mensch, der gespendet hat, eine kleine feine E-Mail von mir, wo ich mich natürlich nochmal förmlich entschuldige. Und
ich möchte euch die Option anbieten, hey, das, was du gespendet hast, das lassen wir jetzt einfach so. Und wenn du das, also du kannst es gerne zurückhaben, klar, keine Frage, ne? Also entweder du kriegst es zurück. Oder die zweite Option ist, ich verdoppel deinen Betrag, ne? Also aus meinem persönlichen Geldbestand, Digga. Und für den guten Zweck selbstverständlich. Und wir holen das irgendwann nach. So, das wäre so das, was ich anbieten wollen würde. Aber da müsst ihr einfach mal in euer Postfach schauen, wenn ihr gespendet habt. Auch vielleicht den Spam-Ordner checken und mir mal antworten auf die E-Mail, die ich noch nicht geschrieben habe, aber die jetzt heute noch rausgeht. Safe. Wie gesagt, ich muss auch packen, ich muss noch die Bude aufräumen. Es ist schon wieder... Naja, und um das Video nochmal auf einer guten Note enden zu lassen, als abschließendes Thema vielleicht die Bonschwalan. Denn die hat mich actually richtig nice aus diesem Tief rausgezogen. Es... Weiß ich nicht, ich hatte durch dieses viele Vorproduzieren und dieses Content-Creator-Dasein, was ich ja irgendwie lebe, aber auch nicht, weil ich bin ja kein richtiger Content-Creator in Anführungszeichen, ich mache das ja nicht hauptberuflich oder so, ich bin ja hauptberuflich was ganz anderes, ich mache das hier for fun, das ist mein Hobby, so, you know, und das wird es wahrscheinlich auch für noch eine ganz lange Zeit bleiben oder für immer vielleicht sogar, weil durch Hinterblick in die Kulissen, muss ich sagen, selbst und ständig wird groß geschrieben, ne? Und auch wenn mir das sehr lange sehr viel Spaß gemacht hat, jetzt gerade so eine Vorproduktionszeit, dieser Stress, wenn ich mir vorstellen müsste, dass hinter diesem Stress, den ich mir selber gemacht habe, dann auch noch dieser monetäre Aspekt stehen würde. Digi, du musst jetzt vorproduzieren, wenn du mal Urlaub machen willst, damit das Geld weiterhin reinkommt, weil du musst ja auch von irgendwas leben. Bruder, weiß ich nicht. Schwierig. Also das ist ein Hobby hier, ne? Das muss man vielleicht euch da draußen auch nochmal vielleicht mitgeben. Ey, ich bin kein Content-Creator oder so. Ich bin einfach nur ein Hampelmann vor der Kamera, der fortspielt. Mehr ist das hier eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz macht das natürlich Spaß, ne? Manchmal. Aber wenn man sich dann zu ernst nimmt und zu viel Stress macht, dann macht das keinen Spaß mehr. Aber da, wie gesagt, wir wollen auf einer guten Note enden, die Bonschwalan. Ich bin da hingekommen, war sehr nervös, aufgeregt, gerade auch wegen dieser Celine Dion-Geschichte noch, wie da vor Ort mit umgegangen werden würde. Aber letztendlich, die Boys sind halt einfach cool. Ne? Und es hat am Ende mit Edo, Marius und Matteo so unfassbar viel Spaß gemacht, einfach zu daddeln. Einfach zu daddeln. Wie eine LAN halt einfach. Weißt du, ich hatte nicht mehr dieses Content-Creator-Feeling, was ich davor hatte durch diese viele Vorproduktionen, sondern ich hatte einfach das Feeling, hey, ich bin einfach ich und ich bin da und ich daddel jetzt einfach eine Runde. Und dass wir auch nicht fortgespielt haben, hat mir so gut getan und dass wir einfach vor uns hingespielt haben. Perfect heißt, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben 3 Stunden überzogen in die Nacht hinein. Sorry, lieber Andi, an der Stelle, dass du da so lange noch da sein musstest und für uns die Szenenübergänge gemacht hast oder die Perspektiven gewechselt hast. Holy shit. Pretty strong. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht und hat mich aus diesem Loch rausgeholt. Und jetzt bin ich Mechabellum addicted, was soll ich sagen? Mechabellum, ich weiß nicht, wie man dieses Spiel ausspricht, aber davon abgesehen, macht es ziemlich viel Spaß. Und Perfect Heist hätte ich auch noch Bock drauf. Jetzt hat mich Edo letztens, als ich in seinen Stream geradet bin, zu einem Mechabellum-Turnier einladen wollen, aber ich bin ja leider nicht da. Ne? Aber Bruder, das Edo kennengelernt zu haben, das ist einfach eine Bereicherung, weißt du? Und das... Ah, es war schön. Es war einfach schön. Es hat Spaß gemacht. Coole neue Leute kennengelernt. Mario ist auch direkt im DJ Beast Boy Pulli absolut von Anfang an sympathisch. Verstehst du, wie ich meine? Es war schön. Es war einfach schön. Und Matteo ist Matteo. Ne? Den kannst du nicht hassen. So. Einfach, es war so schön. Und es hat mich so aus diesem Loch rausgeholt. Ich weiß nicht, ich freue mich auf das, was da noch kommt, aber ich muss anfangen, ein bisschen gelassener mit diesem ganzen Content-Thema umzugehen, weil es halt eigentlich nur ein Hobby ist, ne? Und dieser Fakt, dass ich mir wieder so viel Stress gemacht habe, um für euch vorzuproduzieren, 72 Videos, das ist schon dämlich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich bin jetzt auch wieder nach der Bonschwalan so verliebt in das Content-Creator-Dasein, dass ich mir während dieser Zeit, die ich nicht da bin, ganz viel Gedanken über das gebrochene und salzige Skript machen kann. Ich hatte da schon angefangen, aber dann mega Schreibblockade gehabt. Und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, glaube ich, mal Seele baumeln zu lassen und die Texte aus der Hand fließen zu lassen, wie sie halt eben kommen. Ohne Stress, ohne Druck. Und das wird sehr nice. Da freue ich mich sehr drüber. Ich hoffe, mein Laptop...
Ich hoffe, mein Laptop packt fort. Ansonsten wird das Ganze ziemlich schwierig. Das Ding ist in die Jahre gekommen. Man sieht es ja auch schon an den Schrauben, Alter. Der ist mir einmal runtergefallen. Und dann hat sich der Bildschirm, also das Display von diesem Deckel hier und vom LED-Panel gelöst. Und dann muss ich das einmal festschrauben in Deutschland. Dann habe ich es noch ein zweites Mal in Griechenland festschrauben lassen, weil es mir da auch wieder auseinandergegangen ist. Eieiei. Aber du kriegst das Spiel hin. Und wir schaffen gebrochen und salzig. Vielleicht nicht aufzunehmen, das auf keinen Fall. Aber hoffentlich kann ich mir Replays angucken, um Text zu schreiben. Das wäre sehr nice. Bestes Stück. Ansonsten soll es das von mir gewesen sein, liebe Leute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und das muss ich auch nochmal wirklich an dieser Stelle anmerken. Das Feedback aus der Community für diese ganze Celine Dion-Sache, als ich das erste Mal in diesem Video, wo es mir so schlecht ging, angesprochen habe, allein das hat mir schon sehr viel Rückenwind gegeben und dafür möchte ich euch wirklich sehr danken. Klar gab es ein paar Deppen, die haben das nicht nachvollziehen können, aber solche Leute gibt's immer. Aber der Großteil von euch war einfach super nett, super konstruktiv und nachvollziehend, wie sagt man, verständnisvoll. Danke. Leute, ihr seid cool. Kann man nicht anders sagen. In diesem Sinne. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gut. Denn das ist mein Ziel eigentlich mit dieser ganzen Geschichte hier. Und dann hören wir uns morgen im Video. Aber ich werde nicht mehr da sein. Und es werden leider mittwochs keine Streams mehr kommen. Und auch keine Turniere mehr jetzt erstmal in nächster Zeit. Natürlich wird Forts Pro League noch hochgeladen. Aber ansonsten war es das erstmal von mir. Und wir hören uns wieder im Juli. Das ist so krass, aber bis dann. Tschüss.